Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter Online. Wir müssen Grabschänder aufhalten. Grabschänder? Grabschänder. Yeah. Aber ich glaube, ich möchte vorher ein bisschen Spaß machen. Du willst dich ausziehen? Warum? Macht dir das Spaß? Ich weiß ja nicht. Mach doch mal. Was heißt bei dir Spaß? Du bist ganz klein. Das sieht kacke aus. Warum bist du so klein? So ein kleiner, weil ich einen Trank der Verkleinerung getrunken habe und jetzt bin ich für 5 Minuten so klein. Ich find's ganz niedlich. Also wenn ich fliege, bin ich wieder normal groß, aber... Das macht keinen Sinn, ja. Nee, aber ansonsten so rumstehen ist man tatsächlich klein. Das ist ein niedlicher kleiner Trank. Kommst du da durch das Schlüsselloch durch oder was? Zack. Es gibt sogar eine Animation, wenn du vom Pferd runter. Zip. Wo bist du? Hier. Warte mal. Pferd. Ja. Oh. Ja, du schrumpfst immer wieder, ja. Sehr geil. Ach, schön. Ja, für solche Sachen liebe ich sie ja, ne? So, wir müssen. Grabschänder sind wohl auf dem Friedhof. Und ich würde sagen, hier ist der Eingang zum Friedhof. Grabschänder. Ups. Text. Ein feuernes Zombie. So niedlich. Ich kämpfe auch in der Größe. Das ist cool. Juhu. Der Winzling. Juhu. Hier liegt irgendwas. Außer Sicht steht hier. Hier ist ein Grab. Du kannst es jetzt auch drücken. Oh, Google. Achtung. So, ich habe jetzt hier einen Grabschänder aufhalten, habe ich einen von 4. Ja, habe ich ja auch gerade geklickt, du. Nein, ich habe gar nicht geklickt. Ich habe sie nur umgehauen. Genau, ich habe sie nur umgehauen, wollte ich nur damit sagen. Da sehe ich nochmal ein Grab hier. Ich kann es aber nicht klicken, weil die Fullness-Zombies hier kommen. Ich muss gestehen, das ist ganz witzig mit dieser kleinen Ansicht, weil die Gegner sind alle dreimal so groß, ich sehe sie viel besser. Also deine Sicht wird auch verändert, ja? Also die Sicht wird nicht verändert. Es ist einfach nur, weil sonst bin ich immer mitten im Gewühl und diesmal bin ich halt nur so ein kleiner Charakter. Das macht ein bisschen tatsächlich andere Sicht im Sinne von wie viel Schaden, welche Werte wo reinfliegen und so. Ist ganz lustig. Dann kann ich dir empfehlen, wähl doch mal einen Halbling als Rasse und dann mach die nochmal extra klein. Ja, aber die sind nicht so klein. Ja. So klein geht dann nicht. So klein geht nicht. So klein geht nicht. Ich spiele ja sonst auch schon einen Halbling, der ist nicht so klein. Die sind dafür noch einmal zu groß. So, ist meine Spinne rennt auch noch einmal mit und dein Würfel auch noch. Ja. Ja, ich würde mal sagen, die schaffen wir aber ganz locker hier. Das sieht doch relativ gut aus. Da habe ich jetzt nicht so große Angst, nein. Einen noch, glaube ich, ne? Ja, wo war der denn wohl? Haben wir den, ist da oben auf dem Hügel? Da oben wahrscheinlich noch, ja. Da waren wir noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Hier ist irgendwie ein volles Zombie. Komm, erledigen wir den mal. Nein. Achso. Den für dich gehalten, der war so hübsch. Ich bin noch ganz klein. So klein ist sie. Hallo. Und weg von mit euch. Die zoomen hier raus und sofort da und dann ist, ja, Ziel erfüllt. Grabpflege, toll. Hier ist auch irgendwie, was ist das hier? Ein Diebstahlpaket. Na, lassen wir das mal sein. So, wie sollen wir zurück, sagt er? Jo, jetzt fliege ich wieder groß. Das ist auch witzig. Das haben sie nicht skaliert bekommen, das Fliegen hier. Das Fliegen, Einhorn muss groß sein beim Fliegen. Dann ist ja auch logisch, weil so müsste ja auch das Reittier klein sein. Ja, genau. Das kriegen sie halt nicht hin. Oder sie wollten halt nicht so einen kleinen auf das Reittier setzen. Das ist sehr geil aus. Also, guck mal, ich gehe dir bis zur Taille, Esmeralda. Du kleiner Blasebalg, du. Überall in Barovia lauern Monster. Jo, Grabpflege abgeschlossen. Bei den Gräbern haben sich Ghule herumgetrieben. Diese dreckigen Leichenfresser. Ich hoffe, ihr habt kurzen Prozess mit diesem Abschaum gemacht. Also gut,
Ihr habt bewiesen, dass ihr euch im Kampf gegen Kreaturen der Nacht behaupten könnt. Doch ihr solltet euch über eines klar sein. In der Wildnis von Barovia lauern weitaus schlimmere Dinge als Ghule. Weitaus schlimmere. Lasst mich euch also helfen. Als Zeichen meiner Anerkennung möchte ich euch diesen Vampirjägergürtel geben. Er enthält eine Reihe von Gegenständen, die euch in den kommenden Schlachten von Nutzen sein werden. Das Lied. Jo, her damit. Benötigt ihr sonst noch etwas? So, Jäger der Dunkelheit. Jo. Nun seid ihr angemessen ausgerüstet. Es gibt noch andere, die genau wie ich Barovia von diesen Monstern befreien wollen. Und sie könnten eure Hilfe gebrauchen. Geht zum Gasthaus zur blutigen Rebe und sprecht mit Solda Soldarovic, Danica Dorakova und Vikov Ulrich. Hört euch ihre Geschichten an und unterstützt sie bei ihren Vorhaben. Alles klar, Leute anlabern. Mhm. Neverwinter, das Hörbuch. So, und wenn ich jetzt lämmisch gucke, unter nützliche Gegenstände habe ich den Gürtel des Vampirjägers. Nützliche Gegenstände. Und den kann ich der Trankleiste zuweisen, also Quickslot. Mehr geht da nicht. Ja. So, wir müssen in the Gasthaus. Das ist hier. Hier drücken zum Gasthaus. Zur blutigen Rebe. Jetzt steht da jemand im Weg. Ich kann es nicht mehr drücken, aber ist schön. Das, Ich bringe euch Feuer. Mein Hund labert. So. Ja, hier ist Solda Soldarovic. Die Nacht steckt voller Gefahren. Soldarovic, Esmeralda hat mich zu dir geschickt. So, ein weiterer Reisender, hm? Ihr haltet wohl große Stücke auf euch selbst. Doch schon viele eurer Sorte sind nach Barovia gekommen, um den Fluch zu bannen. Die meisten liegen begraben auf dem Friedhof. Die Schwachen schmecken den Wölfen am besten. So lautet ein barovianisches Sprichwort, das ihr durchaus ernst nehmen solltet. Besonders in den heulenden Hügeln. Früher habe ich dort noch gejagt, heute jagen dort nur noch diese verdammten Wölfe. Glaubt ihr, dass ihr mit diesen Bestien fertig werdet? Immer her damit. Was? Ich fürchte mich nicht vor Wölfen, Soldat. Ein Licht in der Dunkelheit. Die Wildnis von Barovia ist ein bedrohlicher Ort und sie wird Tag für Tag gefährlicher. Ich habe den Großteil meines Lebens dort verbracht, doch heute ziehe ich die Sicherheit von Gasthäusern vor. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Land Bestien und Monstern anheimfällt. Jäger haben hier überall im Tal Reiselager angelegt. Bei diesen Lagern könnt ihr euch nicht nur ausruhen, sondern ihr werdet dort auch Schutz vor einer der tödlichsten Kreaturen in Barovia finden, dem sogenannten Nachtschrecken. Dieses Monster jagt nur in der Nacht und ihr solltet ihm besser aus dem Weg gehen. Doch diese Lager müssen regelmäßig mit neuen Vorräten versorgt werden. Ich habe vor kurzem eine Ladung dieser Vorräte von Bildras Handelsladen gekauft, um sie dem Reiselager in den heulenden Hügeln zu bringen. Könntet ihr das für mich übernehmen? Alles klar. Ach, kann ich wählen? So, jetzt kann ich noch mehr über den Nachtschrecken erfahren, aber den werden wir bestimmt erleben. Also, ich kann ihn kurz mal eben anwählen. Ist eine albtraumhafte Kreatur, die nachts auf der Suche nach Beute Barovia durchstreift. Manche behaupten, er sei ein untotes Monster, das aus seiner Gefangenschaft in einem uralten Tempel entkommen ist. Andere wiederum halten ihn für eines von Strahds Schoßtierchen. Wie dem auch sei, es gibt niemanden, der dieses Ungetüm nicht fürchtet. Ich selbst habe den Nachtschrecken nur ein einziges Mal gesehen. Er kam mir wie eine Rauchwolke vor, die sich auf unnatürliche Weise bewegte. Dann hörte ich sein Flüstern. Er sagte, ich sei der Nächste. Ich rannte so schnell ich konnte, bis ich auf ein Reiselager stieß. Dort warf ich einige Kräuter ins Feuer, die mir eine alte Vistani zum Schutz vor dem Bösen gegeben hatte. Und tatsächlich, der Nachtschrecken ließ von mir ab. Als Bildrat meine Geschichte hörte, suchte er nach der alten Frau. Und heute verkauft er Vorräte für Reiselager in seinem Laden.
Es gibt noch andere Dinge, die im Kampf gegen den Nachtschrecken von Nutzen sein können. Mit einer Laterne des Morgenfürsten könnt ihr ihn für kurze Zeit von euch fernhalten. Wenn ihr besonders tapfer seid, dann könnt ihr eure Waffen mit einem Versilberungssatz verstärken, um die Kreatur zu bekämpfen. Diese Dinge könnt ihr von Vistani-Händlern kaufen, die manchmal durch Barovia reisen. Seid auf der Hut, wenn der Wachmann die Nacht ausruft. Denn dann ist die Zeit gekommen, in der der Nachtschrecken auf Jagd geht. Alles klar. Tschö. Das Hörbuch. So, dann haben wir hier Danica. Der Stuhl hat sich gerade geil bewegt in meiner Grafik. Ja, ist weg. Weggeschubst. Naja, ist hergeflogen, wie auch immer. Danica, ich drück dich. Sie verlernen ihre Geheimnisse. Jo, ist klar. Ein Reisender aus einem fernen Land. Wir haben darauf gehofft, dass die Nebel weitere Helden zu uns führen würden. Vielleicht meint es das Schicksal dieses Mal ja gut mit uns. Ich helfe dabei, über dieses Land zu wachen. Dazu spreche ich mit den Raben, die mir viele Geheimnisse verraten. In jüngster Zeit haben wir unsere Aufmerksamkeit auf die verfluchten Äcker konzentriert. Sie sind ein gefährlicher Ort, der von schwarzer Magie durchdrungen wird. Wollt ihr mir dabei helfen, das Böse aus jenem Ort zu vertreiben? Die Äcker? Fragezeichen. Die Äcker? Die Äcker? Äcker, hast du mal ein Rätselheft? Okay, alles klar. War Klick. Das so, Traumpasteten. Cool. Es gibt hier eine alte Frau, die manchmal nachts in das Dorf kommt, um ihre sogenannten Traumpasteten zu verkaufen. Jeder, der sie isst, verfällt in einen Zustand der reinster Euphorie und ist schnell bereit, sein ganzes Geld auszugeben, nur um auf diese Weise seine täglichen Sorgen zu entrinnen. Ich traue dieser alten Frau und ihren Pasteten nicht. Irgendetwas ist faul an dieser Sache und ich will herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Ich werde dazu einen Trank brauen, mit dem ich mehr über diese Traumpasteten herausfinden kann. Ich habe schon fast alle Zutaten zusammen. Ich brauche nur noch eine Traumpastete, einen Giftpilz und Spinnengift. Giftpilze findet ihr bei den Höfen auf den verfluchten Äckern, doch sie sind nur in der Nacht sichtbar. Die Spinnen lauern auf den Wegen westlich der verfluchten Äcker. Werdet ihr mir hierbei helfen? Klar. Nein. Das ist auch das Neue in dieser Map. Tag und Nacht spielen hier eine gewisse Rolle, weil am Tag halt die Gegner ein bisschen schwächer sind und manche Sachen sieht man auch nur in der Nacht. Oder die gibt es nur in der Nacht. So, und der letzte steht hier. Das ist Vico Ulrich. Ulrich. Dann brauchen wir sie anklicken, die Vikoff. Frau Vikoff. Jo, Vico Ulrich ist mir egal da, ne? Geschickt hier. Seid ihr nun endlich gekommen, um euch meine Seele zu holen? Nein, wartet. Ihr gehört nicht zu ihm. Vergebt mir. Ich jage die untoten Monster von Barovia nun schon seit so langer Zeit, dass ich etwas schreckhaft geworden bin. Ja, ich bin Vikoff Ulrich. Meine Familie stammt aus Beres, einem Dorf ganz in der Nähe von hier. Die Nacht ist doch Beres fiel der Raserei des dunklen Grafen zum Opfer. Heute lebt dort nichts mehr. Ich tue, was ich kann, um die Totenruhe meiner Ahnen zu schützen, indem ich Jagd auf die Monster mache, die sich in den Ruinen des Dorfes herumtreiben. Keine leichte Aufgabe, das kann ich euch versichern. Und eure Hilfe wäre mir sehr willkommen. Ja, gut. Okay. Geister von Beres. Beres und Barovia sind Nachbardörfer, die einander früher nicht unähnlich waren. Doch alles änderte sich, als Strat eine junge Frau in Beres ins Auge fiel. Ihr Name war Marina, und manche behaupten, dass sie Strats verlorener Liebe zum Verwechseln ähnlich sah. Strat war geradezu besessen von ihr. Doch einige der Dorfbewohner erkannten, was mit Marina geschah, und sie starb, bevor Strat sie zu seiner Braut machen konnte. Strat war wutentbrannt, tötete viele der Einwohner und nutzte seine Kräfte, um das Dorf dem Erdboden gleichzumachen. Nun hausen dort die Untoten. Einige der Geister der Dorfbewohner suchen dort immer noch die Ruinen heim,
denn sie wurden für ihre Rolle bei Marinas Tod durch dunkle Kräfte an jenen Ort gebunden. Sprecht mit diesen Geistern, um zu erfahren, was dort wirklich geschehen ist. Okay. Na gut. Wow. So, Mission um Mission um Mission. Das Hörbuch. Was bietet mir der Gastwirt Arik denn eigentlich an hier? Wein. Wein? Dieser süße und schmackhafte Trank wird aus dem vergorenen Saft der Trauben hergestellt. Er ist unter Adligen und Gemeinbürger gleichermaßen beliebt. Ja, Wein. Okay. Nee, nix für mich. Ich gehe raus. Na gut. Raus geht's. Kann man erkennen, ob Tag oder Nacht ist? So als jungfräulicher Abenteurer fragt man sich das vielleicht. Bist du draußen oder bist du noch im Ladescreen? Draußen. Gut. Okay, ich sehe Sterne. Ich will dann sagen, es siehst ist du über der Minimap rechts unten zwei so einen Halbkreis. Und da siehst du, Blau und Gelb geht gerade weg und Blau kommt nach oben. In der Mitte von Blau ist ein Mond. Könnte die Nacht sein. Und auf der anderen Seite ist die Sonne. Ja? Das ist ein Ding, ja. Ich habe auf der Karte so kleine Sprachdinger. Genau, die haben alle schon wieder irgendwas, was sie von uns haben wollen. Also erstmal müssen wir ihr sagen, wir haben mit den drei Mokels geredet. Esmeralda. Ich hoffe, ihr seid bereit, Monster zu jagen. Naja, die Jäger der Dunkelheit abgeschlossen. Es ist tröstlich zu wissen, dass wir in dieser Dunkelheit nicht auf uns alleine gestellt sind. Vielleicht wird es uns ja irgendwann tatsächlich gelingen, dieses Land vom Bösen zu befreien. Alles klar. Sicher. Verderbnis der Natur. In den Hainen des flüsternden Waldes breitet sich eine große Verderbnis aus. Seltsame Menschen, die von Strath in den Wahnsinn getrieben wurden, verehren dort den Grafen an ihren steinernen Altären. Ihre schwarze Magie hat das Land verdorben. Und es heißt, dass sich dort sogar die Bäume selbst voller Arglist und Tücke erhoben hätten. Am besten, ihr macht euch selbst ein Bild von der Lage. Mhm. Untersucht die Steinhaufen im flüsternden Wald, um die Wahrheit herauszufinden. Ist ein Steinhaufen nicht der Kot von einem Steinkolem? Nein, wenn ich auf Klo gehe und mal länger nicht mehr da war, dann habe ich auch so Steinhaufen. So, Billrad Kantimir. Was kann Billrad euch heute anbieten? So, gelber Text. Billrads Solda sagte mir, dass ihr Lagervorräte für mich habt. Soldas Vorräte sind hier in der Kiste. Wenn ihr noch mehr benötigt, dann kommt wieder zu Billrad. Niemand kann meine Preise unterbieten. Alles klar. So, ich drück mal hier diese Kiste. Hier steht nämlich Lagervorräte nehmen. Ja. Habe ich jetzt genommen. Cool. Und bei ihm kaufen... 0 von 1. Kann ich... Gibt es sonst noch etwas? Okay. Nichts Ungewöhnliches. Genau. Genau. So, das war das, das war das. Immer noch so Sprachbubbles. Ja, ich bin schon bei dem traumgebundenen Barovianer hier. Bin ich immer noch am Träumen? Ach, der hat so eine Traumpastete geschluckt hier. Finger weg von meiner Pastete! Sie ist meine einzige Möglichkeit, dieser schrecklichen Welt zu entrinnen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Sie lässt mich von Orten träumen, an denen ich nicht ständig in Angst und Verzweiflung lebe. Barovianer zu sein bedeutet, das Elend zu kennen. Wer möchte schon in einer Welt leben, in der das ein verbreiteter Ausspruch ist? Na gut, ihr wollt sie also unbedingt haben, eh? Na dann nehmt sie euch hier, sodass mein Elend komplett ist. Und nun lasst mich in Frieden! Okay, vielen Dank. Oh Mann, ey. Drogenkonsum. Okay. Pastete haben wir erledigt. Cool. So, ich esse das mal auf, okay? Ich guck erstmal auf die Map. Das, oha. 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 Also wir haben einen riesigen Bereich für geisterhafte Pilze sammeln, nur in der Nacht. Wir haben Spinnengift sammeln. Wir haben kleinere Bereiche, das sind die Steinhaufen.
Ja, und hier eine und das hier mit Heulen Bruder Grigor reden, mit Olga sprechen, das sind die Geister, mit Laszlo reden. Mhm. Okay, die Spinnen sind gleich hier am nächsten oben irgendwo so. Ja, dann. Ja, das ist jetzt offen. Wir sind in der Nacht, das heißt, wir können auch diese Pilze sammeln. Die müssten hier jetzt irgendwo aufploppen. Ja. Die siehst du tagsüber sonst nicht. Da schwebt eine Hexe auf dem Besen. Wo sehe ich eine Hexe? Warum? Weil es geht. Da sind Wölfe. Also. Ich suche jetzt erstmal nur Pilze. Pilze. Okay. Sei mein Wie sieht so ein Pilz aus, wenn ich einen wäre? Das weiß ich doch nicht. Wie ein Pilz, denke ich mal. Also, halt, was war das? Die Größe? Da. Das hat, die, wenn du näher kommst, entstehen die. Der hat gelb geleuchtet und hat dann so ein Flash war auf einmal da. So, ich habe 1 von 6. Du auch? 0 von 6. Ah, okay, getrennt. Super. Da, und da leuchtet der nächste. Habt ihr Besuch? Nein, ich habe Besuch von Leuten, die haben mich angetriggert auf irgendwelchen grünen Gesocks. Ein Konstrukt. Eine Vogelfeuche. Vogelscheuche. Feuche, Vogelfeuche. Hallo, wer ist mal tot hier? Frechheit. Ein bisschen Gebrauch bei dem. So, 1 von 6 habe ich jetzt hier. Spinnensift gift müssen wir auch noch mal. Hier ist noch ein Pilz. Ich habe gerade eine. Oha, da passiert gar nichts, wenn ich auf sie drauf haue. Jetzt passiert was. Cool. Ich wollte gerade sagen. Wird Zeit, dass sich irgendjemand bemerkbar macht hier. Ich habe eine, genau, du siehst jetzt auch gerade, wir würfeln drauf, eine Tarokka-Karte gefunden. Beim Kampf fallen die einfach so ab. Und du hast sie, glaube ich, gekriegt. So what? Ich habe sie bekommen, ja. So, jetzt suche ich noch Pilze. Schön. Jetzt sammelt der, hier reitet noch einer rum und sammelt mir die Pilze weg. Er sammelt meine Pilze weg. So ein Sack. Genau, so ein Sack. Oh, ich muss jetzt Gegner, nicht die will ich jetzt nicht, die habe ich getriggert. Norm. Verdammt, ich muss sie umhauen. Toll. Ich bin hier beim Baum hängen geblieben. Ich bin beim Gegner hängen geblieben. Ich helfe dir mal. Guck mal da, mein Würfel. Was würfelt der gerade? Da ist ein Pill. Und Gegner. Und eine Vogelscheuche. Nein, 3. Ein Vogelscheuche reicht nicht mit Raben. Es müssen nicht mehr. Ja. So. Pilz. Klicke ich den wieder weg? Ich habe auch einen Pilz. 3. Jo, hab ich auch. Wenn ich der Snorks wäre, wo wäre ich da? Genau. Beim Pilz. Haha, ich habe einen aufgehoben. Und sag Bescheid, weil wir nämlich, wenn du die aufnimmst, kann ich die auch nochmal aufnehmen. Also das ist dann nicht getrennt. Na, hier sind Gegner und ein Pilz. Komm und immer weg. Jo. Das war wieder so eine Hexe. Da hinten ist noch ein Pilz, sehe ich. Da rutscht doch mal ran da an die Frau. Danke. So, hier ist ein Pilz. Ja. Und da hinten ist noch ein Pilz. Ein Giftpilz. Das wäre der letzte. Und ein Vogelscheuchen. Und hinfort. Das war gut. Okay. So, das waren. Jetzt brauche ich noch Spinnengift. Das ist aber woanders. Das kann ich hier. Das ist in einem anderen Bereich. Der Bereich ist jetzt weg und jetzt können wir in den anderen Bereich fliegen. Ja, dann Mama. Ich folge dir. Würde ich mal hier sagen. Ja, mein so, Pfad geht nicht dahin, um ehrlich zu sein, wo du jetzt gerade. Aber ich sehe ja den. Du hast jede Menge Gegner getriggert, die jetzt hinter dir sind da. Ich bin gerade runtergefallen. Tut mir ja leid. Spinnen. Also ich glaube, wir müssen Spinnen suchen. Richtig. Das sind Wölfe. Das sind Hexen. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? In den blauen Bereich. Also ich weiß nicht, wo du bist, ich bin im blauen Bereich. Und ich habe Spinnen. Ich dachte, du wolltest mir folgen. Ja, nicht, wenn du nicht in den blauen Bereich reitest. Dann reite ich da nicht hin. Spinnen in den blauen Bereich. Nicht in meinem Spiel. Ach so. So, habe ich jetzt Gift? Nein. Kein Gift. Was ist das hier? Aber Spinnen sind hier genug. Ich hab nur bisher keinen Spinnen. Ich erleide Schaden. Was ist denn das für ein Kackvieh? Oh, was? Bitte? Spinnengift. Ah, die dicken, die ganz dicken, fetten. 2x Spinnengift.
Ich habe einmal Spinnengift. Wird dann getrennt. Was liegt hier so rum? Spinnengift. Ah, cool. Wenn du einen Gegner tötest und der lässt was fallen, kann ich es einsammeln. Toll. Jetzt weiß ich, was du machst. Dann sollten wir getrennt, nicht getrennt laufen. Ah, ich hab's schon erfüllt. Bin durch. Lol. Ich nicht. Und ich mach's hier alles, weil du nichts machst. Ich stehe doch von hinten, schieß drauf. Was willst du denn? Schießen. So, habe ich auch erfüllt. So, das war das. Heldenhafte Begegnung. Das mache ich erst zum Schluss. Ich will jetzt erstmal Traumpasteten habe ich erledigt. Dann müssen wir zurückkehren. Geister von Beres. Und Reiselager versorgen. Ach verdammt, das haben wir noch nicht gemacht. Wie ist es bitte auch aus? Du hast jetzt zurzeit ist ja die Traumpastete auch zurückkehren angewählt. Danke. Bitte. Immer noch ausgewählt, aber macht ja nichts. Was mit Geistern sprechen ist bei mir ausgewählt, aber gut. Nee, bei mir nicht. Ich dachte, du bist der Spielleiter hier. Ja, heißt aber nicht, dass alle Missionen immer nur dann am Rand stehen, wenn einer die auswählt, sondern das darfst du auch selber machen. Das kenne ich nur so. Nicht in diesem Spiel. Wir spielen schon länger und das war fast noch nicht so. Doch. Na, manchmal auch nicht. Nee, der Pfad ist nee. Wo, hä? Ich glaube, ich folge dem Pfad nicht. Sie will hier in mein Pfad will zurück, weil ja, es die Traumpastete angewählt genau, ist. Genau, aber die habe ich nicht ausgewählt. Ich folge dem Pfad, der hier zu den Geistern von Beres geht. Oh, da ist eine kleine, geringere Heldenhafte und da sind auch schon Leute. Da können wir mitmachen. Da sind andere schon. Ach, die haben es erledigt. Nein, da ist noch einer. Schaffe ich es noch drauf zu hauen? Ja. Einmal drauf gehauen, fertig. Geil. Lalala. Du auch? Also ich hab's noch einmal drauf. Da bin ich mir nicht so sicher. Dann hättest du jetzt oben eine Belohnung für heldenhafte Begegnung einfordern, eingeblendet. Oben rechts. Nein, mach ich nicht. Nein. Da war ich zu spät. Ja, hier ist die nächste. Reiten die da hin? Ja. Ja, ja, ja. Hinterher. Ja, ja. Hinterher. Nein! Oh. Die ruhelosen Toten besiegen. Wir haben noch 14 Minuten Zeit. Wo seid ihr ruhelos? Wir haben doch schon fast alle getötet. Hier geht doch rucki zucki bei denen hier. Wo ist da? Boah, also ein bisschen drauf. Ne? Du musst nur sagen, wenn du losreitest, ist ein bisschen verwirrend hier für mich gerade. Großer Erfolg! Hey, okay, das war jetzt die große. Naja, für mich sind diese blauen Bubbles jetzt oben da auf dem Hügel. Ich muss jetzt nur diesem Leuchtepfad hier folgen und da oben sind die dann schon irgendwo. Also, ich habe kein Leuchtepfad. Dann wähle die Mission doch aus. Du reitest gerade weg, deswegen kann ich das nicht machen. Was? Du kannst doch eine Mission auswählen. Ja, warte mal, das dauert mal ein bisschen länger. Ach, Fakko. Dunkle, heldenhafte Begegnung, wöchentlich wiederholbar. Meinst du die? Geister von Beres immer noch, Alter. Ach, das ist da unten. Okay. Schau mal. Hinterher. Los geht's! Das war kein Geist, aber die wollten mich hier irgendwie zu. Waren im Weg. Wo ist denn hier da? Sie waren im Weg. Da ist so ein Bereich. Da ist sie auch schon ein Leuchtemann? Kuhle und ein Leuchtemann. Na toll, es ist Tag geworden, er ist weg. Zack, ist der Geist weg. Nein, doch. Nicht jetzt. Oh. Ja. aber zu spät. Ah, oh, fuck, ey. Da müssen wir jetzt einen Zyklus warten. Das heißt, oh, da sind Gegner gekommen. Ja, die Taggegner wahrscheinlich. Whatever, dann müssen wir doch wieder eine andere Mission auswählen. Natürlich. Welche nehmen wir? Wir könnten mal die Lagervorräte, eins von eins, denn hier um die Ecke ist ein Lager, das weiß ich. Wir können einfach hier zum Lager gehen. Das weißt du? Ja, das weiß ich. Woher weißt du das? Das weiß ich. Ja, und jetzt? Das kann ich nichts mehr tun. Also anscheinend muss man die Mission nehmen, das Lager nehmen, was die einem vorgeben. Also muss ich die Mission auswählen.
Lalala. Ach je. Vorräte für Reiselager statt gerade. So, ich kann es nicht auswählen. Mein Fahrzeug geht woanders. Ich muss zu einem anderen Reiselager. Der will, dass ich ein bestimmtes Reiselager nehme. Genau. Moment. Ich folge meinem Leuchtepfad jetzt zu dem. Jetzt muss ich das wieder auswählen, weil wenn du es wählst, gilt es nicht. Oh, Gegner. Hallo Gegner. Tschüss. Ich weiß zwar nicht, wo der Snorks ist, aber. Dem Leuchtepfad folgend. Den. Ich fahre im Prinzip runter zum Wasser, aber der will mich hier um die Ecken fahren lassen. Ich springe einfach runter. Es geht einfach, ich bin jetzt am Fluss. Da ich mich ja nicht auskenne, ist das nicht so trickreich. Fluss. Fluss. Am Fluss lang. Jetzt fahre ich am Fluss lang. Ja. Und jetzt geht mein Leuchtepfad diesen Hügel hier rauf. Ah, da ist. Da zeigt er mir so einen kleinen blauen Punkt da hinten. Der ist echt klein. Und Gegner. Ohne mit oder was? Ich versuche mal ohne Gegner. Ja. Was nicht geht, ich habe gerade eine Gruppe gefunden. Also sie nicht, oder? Kommen sie hinterher? Ne, doch, sie kommen. Hi Leute, Freunde der Nacht. Wow. Oh, er wird groß. Ist ungebumst. Er wird groß. That's what she said, ja. Yeah. So, jetzt sagt er, fordert Lagervorräte und da kann ich jetzt die reinpumpen. Das kann man später bei allen Lagern machen, wenn man genug Vorräte hat. Interaktion fehlgeschlagen, ein anderer Spieler hat es kaputt gemacht. Ja, super. Also, wenn du es machst, ist es bei mir kaputt. Nee, das haben wir beide jetzt wahrscheinlich erledigt. Guck mal deine Mission, die ist wahrscheinlich jetzt auch erledigt. Reiselager mit Vorräten versorgen. Nein. Bei mir steht zu Solda Soldorovic zurückkehren darunter. Nicht Grün. Bei mir. Musst du denn auch zu diesem Lager? Ich habe kein Leuchtepfad, ich kann es dir nicht sagen. Ach doch, jetzt kann ich hier hin. Und jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich nochmal drücken. Das ging gerade nicht. Ja, das ist ja geil. Ja, ja, du kannst auch gar nichts. Alter, ey, ich beiße deine Nase ab, ey. Alter. So, aber das krank. Machen wir denn, das Nase abbeißen machen wir ohne Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Na gut. Tschüss.